Du hast vielleicht auch einen coolen Gitarrenverstärker wie diesen hier, aber du kannst ihn zu Hause oder im Proberaum einfach nicht aufnehmen, weil er entweder viel zu laut ist oder weil du vielleicht keine Mikrofone für die Aufnahme hast oder vielleicht keine Erfahrung damit oder vielleicht, weil es dich nervt, dass bei den Aufnahmen im Proberaum immer auch die Kollegen vom Bass und vom Schlagzeug mit in der Aufnahme zu hören sind. Oder vielleicht hast du gar keinen Gitarrenverstärker, sondern nur so einen Fußbodentreter wie diesen hier und weigerst dich aber behende, über die Verstärkersimulation in deiner DAW aufzunehmen, weil die fühlen sich irgendwie nicht analog und direkt an. Für all das habe ich eine ganz einfache und vor allem kostenlose Lösung. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und wenn wir mal an die großen Rocksongs im Radio denken, dann denken wir natürlich auch an die massiven Aufnahmen, die da stattgefunden haben. Meterhohe Marshall-Türme, die in einem gesonderten, abgeschlossenen Raum drinstehen und der Gitarrist ist nur über ein sehr langes Kabel mit diesem Raum verbunden und sitzt in einem gehörschonenden Einspielraum und rockt richtig, was das Zeug hält. Die ganze Bude vibriert, weil es faszinierend laut ist. Das können solche Verstärker wie dieser hier auch. Die können richtig laut sein, aber wie zum Teufel soll man die zu Hause aufnehmen, sodass es A, fett klingt und B, einen die Frau oder die Kinder oder den Nachbarn nicht einfach rauswerfen? Oder wenn man zum Beispiel im Proberaum, im relativ engen Proberaum mit den Kollegen zusammen aufnimmt, man stellt ein Mikro davor und ja, man hat eine Aufnahme von diesem Verstärker, muss noch aufpassen, dass er nicht zu laut wird, damit die Kollegen nicht weggebrüllt werden und hat dann auch noch, weil es eben nicht so laut war, auch noch die Aufnahmen vom Bass und vom Schlagzeug mit im Mikrofon. Wie soll man das mischen? Eine gute Aufnahme fängt ja bei der guten, also ein guter Mix fängt ja bei einer guten Aufnahme an, so rum ist es richtig. Für alles gibt es eine relativ einfache Antwort, denn solche Verstärker wie dieser hier oder auch so ein Fußtreter wie dieser hier, die haben ja nicht nur einen Eingang, wo die Gitarre reinkommt, sondern die haben auch einen Ausgang, wo das Signal rauskommt. Hier kommt das Signal zum Beispiel natürlich beim Speaker raus. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das Signal vorher abzugreifen. Auch bei dem Fender zum Beispiel. Der hier hat einen kleinen Line-Ausgang, wie du hier sehen kannst. Und dieser Line-Ausgang, der klingt natürlich fürchterlich. Der kommt direkt aus der Vorstufe oder der Send, der Einschleifweg hier. Da kann man den Send, das Signal auch abgreifen hier bei dem Marshall. Das klingt natürlich wirklich ganz gruselig. Das ist durch keine Endstufe gegangen. Das ist durch keinen Speaker gegangen und vor allem nicht von einem Mikrofon aufgenommen worden. Und wenn wir hiervon mal reden, dann ist das definitiv noch unschöner, weil hier ist ja gar nichts dabei gewesen. Es geht das verzerrte Signal hier unbehandelt direkt aus dem Gerät wieder raus. Kann eigentlich nur gruselig klingen. Der Vorteil aber ist, dass man hier halt ein sehr, sehr direktes Einspielsignal und Gefühl vor allem hat. Denn wenn man mal ehrlich ist, so eine Verstärkersimulation in der DAW, die ist schon ein bisschen indirekt, wenn man einspielt. Ne? Klar, man steckt die Gitarre rein ins Interface, es muss rein digitalisiert werden, dann umgerechnet werden, wieder aufs Ohr gegeben werden. Dazwischen vergehen mal locker so 5 bis 10 Millisekunden. Sekunden, die können schon dafür sorgen, dass der eine oder andere Gitarrist sich wirklich nicht wohlfühlt, weil er lieber ein direkteres Einspielerlebnis haben möchte, wie mit so einem Verstärker. Aber wie gesagt, der Send oder der Line-Out von diesen beiden Verstärkern klingen gruselig von diesem Output hier ganz zu schweigen. Aber es gibt eine Lösung, denn jede DAW hat auch ein Plugin mit an Bord, mit dem man normalerweise Hallräume abspielen kann. Abspielen deswegen, weil das solche sogenannte IR-Plugins sind, also Impulse-Response-Plugins, Impulsantworten. Das sind im Prinzip akustische Fingerabdrücke, zum Beispiel von einem Hallraum, von einer Tiefgarage zum Beispiel. Da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, kann ich dir hier oben einblenden, kannst du mal gucken und kannst mal sehen, wie ich eine Tiefgarage zu einem echt geil klingenden Hallgerät gemacht habe. Aber diese Impulsantworten, also dieser akustische Fingerabdruck, die gibt es auch von Gitarrenspeakern. Das heißt, solche Gitarrenspeaker-Impulsantworten gibt es frei im Internet erhältlich. Kann man sich runterladen. Einen Link findest du unten in der Videobeschreibung zum Beispiel zu einer Library, die man sich kostenlos runterladen kann. Und mit denen kann man tatsächlich toll rumexperimentieren und auch seine komischen Line-Ausgänge richtig cool klingen lassen. Wie cool, das schauen wir uns gleich mal in der Session an, nehmen sogar noch ein eigenes Signal zusammen auf und gucken mal, wie man das veredeln kann. Und wir gehen am besten jetzt mal rüber direkt in die Session, damit ich dir das zeigen kann, weil es ist schon ziemlich cool, wie man ganz leise aufnehmen kann und trotzdem wirklich einen großen Sound machen kann. Und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, dann drück einfach schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal in die Session und gucken mal, wie man einen leise aufgenommenen, direkten Amp-Sound trotzdem geil klingen lassen kann. Also, los geht's. So, da sind wir schon in der Session und wie du sehen kannst, habe ich hier schon einiges vorbereitet. Das Pattern, was wir gleich zusammen aufnehmen werden, das habe ich schon 4-mal eingespielt, um dir einfach zu zeigen, wie es auch klingt, wenn man das mit einem Verstärker aufnimmt. Und ich habe hier beispielsweise einmal den Send vom Marshall direkt genommen und habe den hier 2-mal aufgenommen. Dann können wir uns gleich auch mal anhören, wie das klingt, wenn man eine Spur doppelt
mit zwei verschiedenen Impulsantworten benutzt. Und dann habe ich darunter eine Spur vorbereitet, die wir jetzt gleich aufnehmen. Das ist die Governor-Direkt-Spur. Und darunter noch zwei Spuren, die ich mit dem Fender Champ aufgenommen habe. Ja, jetzt nicht der dedizierte Amp, mit dem man harte Rockgitarren aufnehmen kann. Aber mit den Impulsantworten, die wir gleich da drauf packen, klingt das auch einigermaßen ordentlich. Und die Aufnahme habe ich gemacht beim Fender Champ übrigens über den Line-Ausgang, den du hier nochmal sehen kannst. Und neben dem Line-Ausgang ist übrigens ein Kopfhörerausgang. Das Tolle daran ist, wenn man da einfach einen Kopfhörer oder auch nur den Stecker von einem Kopfhörer reinsteckt, ist die Endstufe aus, aber es kommt trotzdem ein Ton aus dem Line-Out. Man kann also komplett leise aufnehmen und trotzdem hat man was in der DAW drin und stört damit nicht die Nachbarn. So, das nur am Rande. Wir machen jetzt aber erstmal eine Testaufnahme und ich habe zu dem Zweck hier den Marshall Governor aufgebaut. Das ist ein Verzerrer-Plugin aus den frühen 90ern, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Das geht direkt in die DAW rein über mein Audio-Interface und was wir gleich hören, wenn ich mit der Gitarre spiele, ist im Prinzip genau das, was direkt reinkommt ins Audio-Interface. Das heißt, über das Direkt-Monitoring-System, das haben die meisten Interfaces heutzutage an Bord, höre ich also direkt das Eingangssignal komplett unverändert und, ja, unverändert, also eben auch nicht ziemlich cool, wenn wir es jetzt direkt aufnehmen, aber zumindest sehr direkt. Mit anderen Worten, ich habe ein sehr direktes Einspielergebnis. Was zum Beispiel im Proberaum völlig egal wäre, ja, wie das klingt, wenn es aufgenommen wird. Ne? Wenn du im Proberaum zum Beispiel aufnimmst, dann hast du eh den Verstärker an, um mit den Kollegen zusammen zu spielen, aber das aufgenommene Signal, die Soundqualität, also bis auf, dass es nicht übersteuert sein sollte, kann dir eigentlich relativ egal sein, denn die Nachbearbeitung findet ja später in der DAW statt. Wenn du aber im Studio natürlich leise aufnehmen wollen würdest und das direkte Spielgefühl haben willst, musst du dich leider damit arrangieren, dass der Sound am Anfang nicht ganz so cool ist beim Aufnehmen, aber wie gesagt, im Mix kann man es ja dann alles nochmal gerade biegen, das schauen wir uns aber nach der Aufnahme an. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir eine Aufnahme aufs Band kriegen und jetzt klingt schon ganz schön gruselig. Schon sehr grätzig. Erinnert mich immer so ein kleines bisschen an Joe Satriani, Surfing with the Alien. Man muss das irgendwann in den 80ern gewesen sein, ne? Könnte sein, dass er das auch direkt ins Pult eingespielt hat, aber dann keine Kabinettsimulation noch drauf gemacht hat, also keine Boxensimulation drauf. Aber wir nehmen das Ganze jetzt mal auf, ein Pattern, was ich mir ausgedacht habe, und gucken mal, dass wir das aufs Band kriegen. Dazu starte ich jetzt mal die Aufnahme. So, Aufnahme im Kasten und du hast es gehört, es klingt wirklich sehr gruselig, aber darum geht's ja nicht. Wir wollen das Ganze ja im Mix entscheiden und deswegen gucken wir jetzt mal, dass wir das in der Session gerade gebogen kriegen, eben mit einer Impulsantwort. Ich habe mir einige runtergeladen, die gibt's im Internet, wenn du da in der Suche mal eingeben würdest. Also bei Google zum Beispiel gibst du Impuls, Response, Guitar, Kabinett, Free, ganz wichtig, Free, kostenlos ein. Da wirst du eine ganze Menge an Impulsantworten finden. Und ich habe auch einige vorbereitet, habe mir die mal in einen Ordner gelegt, den wir hier sehen können. Der liegt hier auf der rechten Seite und das ist der, da siehst du, dass hier einige Impulsantworten schon drin sind, die auch passend benannt sind. Das ist Nummer von, habe ich jetzt glatt vergessen, warte mal kurz gucken, wie das hier heißt. Das ist die, ja, fällt mir gleich bestimmt ein. Gott, wie heißt denn das hier? So, jetzt gehen wir nochmal da. Forward Audio, genau so heißt es. Die Forward Audio und bei Forward Audio kann man sich das auch runterladen. Den Link dazu gebe ich dir unten mal in die Videobeschreibung rein, da kannst du mal reinschauen. Und das sind jetzt hier einige Antworten, einige Impulsantworten, die auch passend benannt sind. Hier zum Beispiel Sweet Child of Gun, soll natürlich Sweet Child of Mine heißen. Oder wir haben hier Scorpio Like a Hurricane, also Scorpions, soll so ein bisschen klingen wie die Scorpions. Bei Rock You Like a Hurricane und so weiter und so fort. Aber was machen wir denn mit diesen Impulsantworten? Schauen wir doch mal. Also, du brauchst das Plugin, mit dem du die Impulsantworten abspielen kannst. Ein Plugin, das diese Impulsantworten interpretiert. Und bei Studio One ist das Open Air. Das ist das Plugin, mit dem man normalerweise Impulsantworten, also in dem Fall Impulsantworten von Räumen, von Hall abspielen kann. Aber eben in unserem Fall auch eine Impulsantwort von einem Gitarrenkabinett. Und die Anwendung ist relativ einfach. Es gibt nur bei diesem Plugin jetzt nur eine Sache zu beachten. Es kann vielleicht bei deiner DAW auch so sein. Und falls du für deine DAW auch so ein Plugin hast, dann schreib doch mal den Namen gerne unten in die Kommentare, damit die Leute, die vielleicht
vielleicht nicht wissen, wonach sie suchen müssen in ihrer DAW, damit die auch wissen, wo die nach die dann, welches Plugin die dann reinziehen müssen. Also wichtig ist hier bei diesem Plugin, dass du hier diesen Regler zwischen Early Reflections, also kurze Reflexion, schnelle Reflexion und dem eigentlichen, der eigentlichen Impulsantwort, dass du den ganz nach rechts schiebst in Richtung Impulsantwort. Denn bei unseren Kabinetten sind natürlich keine Early Reflections, also keine frühen Reflexionen drin. Wenn ich den mal hier nach links drehe, den Regler, muss ich das Plugin anmachen. Wenn ich den nach links drehe, dann siehst du, dass hier quasi nichts übrig ist, weil das nicht in dieser Impulsantwort drin ist. Deswegen musst du den ganz nach rechts drehen, dann kriegst du auch den Sound von der Impulsantwort. Und hier siehst du, das ist im Prinzip das, was aufgenommen wurde. Das ist also dieser akustische Fingerabdruck. Aber wie klingt der denn jetzt? Wir ziehen einfach mal hier einen rüber und hören uns mal an, wie denn die Aufnahme von gerade klingt, wenn wir sie so abspielen. Ich mach's nochmal aus, warte mal. Und mit Impulsantwort. Das nenne ich auch mal fett. Wir testen mal ein bisschen durch. Oh, dieses Korn-Ding, das hat mir gut gefallen, irgendwie nochmal. Scorpions. Sehr mittig. Sweet Child of Man. Fett. Also du hörst schon, mit diesen unterschiedlichen Impulsantworten, die kannst du quasi auch als nicht nur als akustischer Fingerabdruck benutzen, sondern auch so ein bisschen wie so ein Equalizer. Du kannst dir den Sound also formen und selbst wenn du den gleichen Sound zweimal aufnimmst, mit dem Governor zum Beispiel, dann kannst du trotzdem über die unterschiedlichen Impulsantworten dafür sorgen, dass die beiden nach komplett verschiedenen Verstärkern klingen. Also eine super Aktion irgendwie im Prinzip. Wie gesagt, komplett leise aufgenommen, einfach nur mit dem Fußtreter, so funktioniert das. Also such mal am besten mal nach Impulsantworten und wenn du keine Lust hast zu suchen nach Impulsantworten, auch kein Problem, denn die meisten DAWs haben ja eine Verstärkersimulation eingebaut. Das Geile ist, zum Beispiel bei Studio One, wenn du da die eingebaute Verstärkersimulation nehmen würdest, das ist in dem Fall jetzt zum Beispiel Empire, dann siehst du, dass du hier ein Verstärkermodul hast hier oben, wo natürlich alles einzustellen ist und darunter noch ein paar Fußtreter, aber hier oben siehst du, dass du auf der rechten Seite dieses Kabinett hier auswählen kannst und links den Verstärker. Wenn du den Verstärker aber ausmachst, wenn du hier drauf klickst, dann ist der Verstärker aus und du hast nur die Boxensimulation. Und auch die funktioniert wunderbar. Spielen wir das mal damit ab. Jetzt mal gucken, dass wir die beide anhaben. Genau, also wir haben diese hier aktiviert und wir haben jetzt hier aktuell eine 4x12 Zoll Box mit M65 Speakern drin. Und dann kann man hier einfach auswählen. Ne? Auch hier die unterschiedlichsten Sounds. Also auch hier eine riesen Auswahl an verschiedenen Sounds. Und wie gesagt, beim Einspielen hatten wir das direkte Gefühl. Also jetzt nicht, dass man erst in die DAW reinspielt und dann ein paar Millisekunden wartet, bis man so einen direkten Sound hört, sondern das direkte Einspielgefühl von einem echten Verstärker. Und auf der anderen Seite dann die Variabilität, schwieriges Wort, den Sound so zu formen, wie man das tatsächlich möchte. Und ich habe dir ja schon versprochen, dass wir die anderen Sounds auch nochmal kurz anhören. Und das machen wir jetzt zum Schluss nochmal eben. Also wir hören jetzt mal hier, unabhängig davon, die beiden Marshalls, die ich aufgenommen habe. Und da habe ich auch schon zwei Impulsantworten reingeladen. Ich gucke mal gerade, welche ich hier angezeigt bekomme. Das ist hier einmal die Scorpio Like a Hurricane und auf der linken Seite haben wir Sweet Child of Gun und mal gucken, wie die beiden Marshalls zusammen klingen. Das könnte ja auch schon recht spannend sein. Das klingt so. Kann man gelten lassen, ne? Noch ein bisschen Equalizer dabei oder vielleicht noch ein paar andere Kabinette ausprobieren und schon komplett leise aufgenommen habe ich einen fetten Rocksound, mit dem ich komplett variabel arbeiten kann. Und nach der Aufnahme im Proberaum hast du zum Beispiel mit deinem Amp-Sound dann auch noch jede Menge Möglichkeiten und trotzdem kein Mic-Bleed eingefangen. Also keine Mikrofone, die irgendwie vom Schlagzeuger noch die Becken eingefangen haben und man Schwierigkeiten hat, das Ganze zu mischen. Nein, das ist komplett sauber und du kannst danach genau mit dem Signal machen, was du möchtest und es so formen, wie du möchtest. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn du Erfahrung mit diesen Direktaufnahmen und den Impulsantworten hast, dann
schreib sie gerne auch unten in die Kommentare, dann können wir da noch einiges lernen, können noch den ein oder anderen Trick mitnehmen und dann bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste, mach's gut und Yassou!